Hallo und herzlich willkommen zu Ihrer Börse aktuell hier auf aktienlust.tv am heutigen Börsendienstag. Ja, es ist ja noch einiges abzuarbeiten. Wir haben ja noch ein bisschen was an Zahlen oder an Meldungen. Heute eher weniger als dann morgen. Aber der Markt, der DAX aktuell äußerst freundlich. 18.696 Punkte liegen wir. Nochmal 80 Punkte drauf, 0,4% und tatsächlich nur noch einen Steinwurf von unserem Allzeithoch bei 18.893 entfernt. Ja, gute Leistung, muss man sagen, wenn wir überlegen, dass wir tatsächlich Anfang August ja wirklich so stark abgesackt sind, dass wir gerade mal noch bei 17.000 Punkten lagen. Da hat der DAX tatsächlich innerhalb kürzester Zeit nochmal 10% zulegen können. Also das Niveau heute so wie seinerzeit am Montag, wo wir ja tatsächlich ordentlich runtergefallen sind an dem Montag Anfang August. Heißt also, der DAX zeigt durchaus Stärke, muss man sagen. Ganz so stark ist allerdings die deutsche Wirtschaft nicht. Da scheint sich der Markt tatsächlich komplett zu entkoppeln, muss man sagen. Wenn wir da mal drauf schauen auf das, was wir heute an Zahlen bekommen haben, ja, die deutsche Konjunktur ist und bleibt nach wie vor angeschlagen und in der Krise. Ja, ob nun US-Geldpolitik, EZB-Politik, das alles, das bedeutet nicht, dass es der deutschen Konjunktur gut geht. Nein, die deutsche konjunkturelle Lage ist tatsächlich wirklich schlecht und das haben wir heute nochmal mitbekommen. Ja, das Thema Verbraucherlaune, Konsumlaune geht nach wie vor wieder zurück. Ja, da war man ja der Meinung, wir haben eine EM, eine Europameisterschaft. Da wird vielleicht der Konsum dann doch nochmal ordentlich angekurbelt und dann geht es weiter. Nein, weitergegangen ist es nicht. Nach der EM, muss man sagen, hat sich die Konsumfreude tatsächlich weiter eingetrübt. Da haben wir nämlich heute das Barometer bekommen für den Konsumklima und der ist nochmal runtergegangen, nämlich auf minus 22 Punkte von revidiert minus 18,6. Also das sind bei Zeiten keine gute Zahlen. Ja, und vor allen Dingen auch das aktuelle Bruttoinlandsprodukt sieht nicht gut aus. Die deutsche Wirtschaft hat tatsächlich jetzt eher eine Schrumpfung hingelegt. Wir befinden uns mit einem Bein auf jeden Fall ganz feste im Rahmen einer Rezession. Das alles natürlich nicht gut. Gut, das tangiert jetzt die 40 DAX-Werte nicht. Die verdienen ja sowieso ihr Geld eher im Ausland, sind ja da tatsächlich international weitgehend gut aufgestellt, muss man sagen. Aber den Mittelstand, ja, den tangiert es letztlich schon. Ja, jetzt geht es natürlich darum, ja, wie geht es mit den Zinsen weiter? Schauen wir mal in die Vereinigten Staaten auf den Dow. Da haben wir ja letzte Woche Jackson Hole gehabt und Fed-Chef Jerome Powell hat ja klar zu erkennen gegeben, dass es eine Zinssenkung geben wird und das Ganze dann im September an der Sitzung am 18. Jetzt ist natürlich die Frage, wie groß wird diese Zinssenkung ausfallen? 25 oder 50 Basispunkte? Amerika ja aktuell in einer Schwelle zwischen 5,25 und 5,5% Zinsen. Ja, man hat auch Ängste und Befürchtungen, dass wenn man zu drastisch die Zinsen senkt, dass man dadurch die Inflation nicht in den Griff bekommt, weil die Zinsen sind ja extra erhöht worden, um dem Thema Inflation Einhalt zu gebieten. Aber wie gesagt, man ist und man bleibt natürlich auch vorsichtig hier und da wird Jerome Powell sicherlich zuerst einmal ein paar Konjunkturdaten abwarten, wie zum Beispiel den nächsten Arbeitsmarktbericht. Der sollte natürlich ganz klar wichtig sein und danach wird er sich wahrscheinlich entscheiden, ob 25 oder 50 Basispunkte in den Vereinigten Staaten zurückgenommen werden. Ja, ansonsten haben wir natürlich noch ein ganz großes Thema für die Woche und zwar die Zahlen morgen am Mittwoch von Nvidia. Die kommen ja nach Börsenschluss, also etwa 22.15, 22.20, bis dann die ersten Analysten ihre Kommentare dazu abgegeben haben. Ja, da dürfte es auch schon fast 23 Uhr werden. Heißt also, kann Nvidia morgen tatsächlich liefern? Kann man die hohe
hohen Erwartungen, die natürlich an das Unternehmen gestellt sind, von Aktionärseite aus auch halten. Ja, und vor allen Dingen, was passiert, wenn sie nicht halten, wenn tatsächlich Haare in der Suppe gefunden werden, ja, dann könnte es natürlich auch für die komplette Branche, das heißt alles, was mit Halbleiter, mit Chips zu tun hat, dann natürlich auch am Donnerstag, wenn dann tatsächlich der Handel nach dem Mittwoch, nach den Zahlen wieder stattfindet, auch ordentlich in den Keller rauschen. Also da liegt natürlich sehr, sehr, sehr viel Damoklesschwert auf dieser Nvidia-Nachricht und da muss man gucken, dass sie sich tatsächlich keinen Fehltritt leisten, denn ansonsten könnte die ganze Branche mehr oder minder in Mitleidenschaft gezogen werden. Sollte es dagegen gut ausschauen, sollte auch der Ausblick gut ausschauen, dann wären natürlich diese Werte, alles was mit Halbleiter, mit KI und mit Chips zu tun hat, natürlich dann mal wieder beflügelt. Also das Thema ist und bleibt heiß. Aktuell die Aktie von Nvidia bei 112 Euro in etwa verliert gerade 1,6%. Aber das mag natürlich auch geschuldet sein, dass tatsächlich hier die abwartende Haltung, die Spannung auf morgen natürlich steigt und man vorher ganz klar natürlich etwas vorsichtig ist. Ja, ansonsten haben wir heute so ein kleines Reisespezial, will ich mal sagen. Wir haben Nachrichten von TUI, von Ryanair und auch von Boeing. Ja, TUI, die Aktie aktuell kurz über 6 Euro, kann heute sogar mal 3% zulegen. Ja, das Sommergeschäft ist ja nicht schlecht gelaufen, muss man sagen. Viele Menschen sind ja in Urlaub geflogen und mit TUI verreist. Und jetzt hört man aus den Reihen von TUI, dass man genauso eine starke Nachfrage für die Herbstferien erwartet. Heißt also, viele Gäste möchten dann halt eben jetzt nach dem Sommer vielleicht auch nochmal im Herbst weg. Ja, und das kommt natürlich klar der TUI natürlich zu Pass. Ja, und da hat man natürlich nicht nur Strandurlaub, Badeurlaub. Das sind natürlich die Treiber, die bei TUI natürlich letztlich die Kasse klingeln lassen. Ja, und man darf nicht vergessen, wir haben ja die FTI-Pleite gehabt. Ja, und da hat sich TUI daraus dann doch noch mal einiges an Kontingenten gesichert, nämlich 75.000 zusätzliche Urlaubsplätze und halt eben zusätzlich noch mal 65 Flüge mit ca. 12.000 Plätzen drin. Also TUI ist auf jeden Fall gerüstet für die Herbstferien. Ansonsten haben wir noch Nachrichten von Ryanair. Ja, Ryanair startet ja noch aus Berlin, aber man sagt ganz klar von Ryanair Seite aus Berlin, der Standort, der ist uns zu teuer, wir können das hier nicht mehr bezahlen. Die Standortkosten, die fressen uns tatsächlich auf. Und Ryanair sieht jetzt aktuell keine andere Wahl, als tatsächlich die Kapazitäten, ob der horrenden Flugkosten, die man halt eben am Flughafen hat, in Berlin vor allen Dingen, natürlich hier zu senken. Heißt also, die Kapazitäten werden runtergesetzt um 20%. Und deswegen möchte man in Zukunft dann eher in anderen EU-Ländern starten und landen, die halt eben weniger Geld verlangen, wie zum Beispiel Italien, Polen oder Spanien. Heißt also, Standortkosten in Berlin für Ryanair zu teuer. Da muss man dementsprechend dann halt eben ganz klar einsparen. Und da hat man schon gehört, ja, dass vor allen Dingen die Strecken Brüssel, Kaunas, Krakau, Luxemburg und so weiter und so fort, da wird man tatsächlich jetzt eher aus anderen Ländern hinfliegen, weil man sagt, Berlin ist uns da viel, viel zu speziell und die Standortkosten zu hoch. Die Ryanair-Aktie heute übrigens stark, 5,6% geht sie rauf auf knapp 16 Euro, da liegt sie aktuell leicht runter. Heißt also, die Anleger sind mit diesem Vorhaben gar nicht so uneinverstanden und akzeptieren mehr oder minder auch, dass Ryanair sagt, wir können ob der hohen Kosten, ob der hohen Standortkosten da nicht mehr von Berlin wegfliegen. Und dann hatten wir noch eine letzte Nachricht, ja, Boeing, da hören wir ja immer wieder auch, dass die Flugzeuge bei Zeiten instabil sind, dass halt eben Flugzeugteile nicht richtig angebracht sind, dass man also wirklich Kummer hat. Aber jetzt hat Boeing sich heute dementsprechend doch mal zu Wort gemeldet, einen kleinen Vorausblick gegeben und das vor allen Dingen halt eben über den chinesischen Markt. Und da hat man mal so die nächsten 10, 20 Jahre ins Auge gefasst und hat klar gesagt,
gesagt, dass der chinesische Markt natürlich absolut ein Wachstumsmarkt ist, auch wenn es um die Fliegerei geht. Und dementsprechend dürfte sich hier eine stärkere Nachfrage nach Passagierflügen und Luftfracht in den nächsten 20 Jahren tatsächlich einstellen. Hier spricht man sogar schon von einer Verdoppelung. Ja, und das ist natürlich klar, meine 1,3, 1,4 Milliarden Menschen in China, die wollen natürlich auch beweglich bleiben, die wollen klar natürlich auch fliegen. Ja, und da könnte es natürlich sein, dass China sich in den nächsten Jahren, Jahrzehnten tatsächlich zum größten Luftverkehrsmarkt der Welt etablieren könnte. Ja, und dementsprechend bräuchte China wohl in den nächsten zwei Jahrzehnten, also in den nächsten 20 Jahren, weit über 8000 neue Flugzeuge. Und das könnte natürlich letztlich einer Boeing klar in die Karten hineinspielen. Ja, und zudem hat man natürlich auch noch ältere Modelle. Ja, die will man natürlich bei Zeiten dann auch so mal ein bisschen ausrangierten. Geht es doch ganz klar darum, dass Flugzeuge mittlerweile natürlich auch sehr treibstoffeffizient sein müssen. Ja, die Boeing-Aktie heute bei 155 Euro, relativ unverändert, aber man schaut natürlich positiv in die Zukunft, und wenn man dann halt eben auch den chinesischen Markt bedienen und beliefern kann, ja, dann wäre das natürlich letztlich auch ein Segen, nicht nur für die Boeing-Kasse, sondern letztlich dann auch natürlich für die Boeing-Aktie. Aktionäre. Ja, das war der kurze Exkurs heute mal zu den Reiseunternehmen, das, was wir an Neuigkeiten heute hatten. Ja, ich freue mich auf Sie dann, wenn es morgen wieder heißt, Ihre Börse aktuell. Bitte vergessen Sie nicht, wir haben am Donnerstagabend 18 Uhr mal wieder unseren Dreier-Zoom. Unser lieber Jens ist noch in Urlaub, aber Jürgen, Nicole und ich werden natürlich für Sie da sein. Sollten Sie Fragen haben zu Einzeltiteln, dann schreiben Sie die bitte bei mir unten in die Kommentare hinein. Die Nicole sucht dann dementsprechend die Besten raus. Also Donnerstag, Glöckchen übersetzen, 18 Uhr, Dreier-Zoom, natürlich live mit Jürgen, Nicole und mit mir. Fragen gerne unten in die Kommentare. Wir nehmen Sie dann dementsprechend auf und werden natürlich darauf unsere Antworten ausrichten. Und damit darf ich Ihnen für heute einen guten, einen positiven Börsentag noch wünschen. Ja, die Spannung vor den Nvidia-Zahlen steigt, das ist mir schon klar. Wir sehen uns dementsprechend morgen nochmal wieder. Dann habe ich natürlich auch noch keine Nvidia-Zahlen, aber schauen wir mal, was es da vielleicht für neue Tendenzen gibt. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen noch einen guten und erfolgreichen Handelstag.